Letzte Woche explodierte ein Sprengsatz vor der US-Botschaft in La Paz, Bolivien. Zwei Marine-Botschaftswachen wurden verletzt. Zwei Tage später lieferte uns ein CIA-Informant in Bolivien diese Bilder. Unsere Analysten haben den Mann auf den Fotos als DEA Special Agent Ricardo Ricky Sandoval identifiziert. Einen Freund von mir. Er untersuchte die letzten 6 Jahre die dortige Kokainproduktion. Soviel wir wissen, war Sandoval das geplante Ziel des Anschlags. Was die Bombe in der Botschaft nicht schaffte, wurde persönlich erledigt. Sandoval wurde entführt, gefoltert und getötet. Seine Leiche entsorgt. Wir konnten sie bisher noch nicht bergen. Unser Ziel ist die Gruppe, die für das Attentat auf die Botschaft und den Tod von Special Agent Sandoval verantwortlich ist. Die Drogenorganisation, die man Santa Blanca Kartell nennt. Gestern waren sie nur Narcos. Heute sind es Narkoterroristen. Anfangs wehrte sich die Regierung Boliviens gegen das mexikanische Kartell. Sie bildete die Spezialeinheit Unidad. Doch es lief nicht wie geplant. Tausende von Leichen später sind Politiker, Polizisten und Journalisten vom Aussterben bedroht. Die bolivianische Regierung ist implodiert. Da ihm die Optionen ausgingen, einigte sich der neue Präsident in Santa Blanca. Hört ihr auf, unsere Leute zu töten, dann sehen wir weg. Santa Blanca hat Bolivien zum Dreh- und Angelpunkt des südamerikanischen Drogenhandels gemacht. Dank ihrer Freunde in Mexiko haben sie auch eine Pipeline in die USA und Kanada. Das Kartell lässt sich nur stoppen, indem man es zerlegt, und zwar Stück für Stück. Santa Blanca ist in 4 Abteilungen organisiert. Produktion, Schmuggel, Sicherheit und Einfluss. An der Spitze steht El Jefe de los Jefes. Boss a la Bosse, El Sueño. Ja, sieht ja schon mal interessant aus. Herzlich willkommen hier. Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Beta, und zwar Closed Beta. Ja, gehen wir direkt in die Kampagne, würde ich sagen. Einstellung habe ich schon gemacht. Und jetzt geht's direkt los. Ich muss mal irgendwas husten, leider. So. Sorry dafür, ging aber nicht anders. So, Tipps. Positur. In bestimmten Posituren können Sie unauffälliger vorgehen. Drücken Sie... Was? Ich kann gar nicht so schnell lesen, Mann. Was ist denn los? Tipps durchsuchen. Kann ich durchsuchen? Okay, ja. Vegetation, nächtliche Angriffe, Fahrzeuge. Naja, werden wir dann sehen, ne? Wahrscheinlich werde ich auch erstmal schlecht abschneiden. Aber sehr stark angelehnt an The Division. Mal gucken, ob ich mir es hole oder nicht. Ich weiß es noch nicht, aber erstmal wird jetzt hier die Beta gezockt. Und wie gesagt, ich weiß im Moment von nichts, deswegen wird sich das auch gleich lustig rausstellen, wenn ich spiele. Ob ich das irgendwas hinkriege mit den Steuerungselementen. So, Charaktereinstellung. Geschlecht männlich, Kopf. Ja, das mache ich jetzt aber jetzt hier nicht so langwierig hier, oder? Wenn da was kommen würde. Da kommt aber gar nichts. Eigentlich so. Ah, jetzt kommt was. Okay, Murphy. Das sieht schon mal lustig aus. Rock. Okay. Sparky. Snake. Blade, Mason. Ja, Mason guckt böse, den nehme ich. So, Gesicht. So, da war ja schon. Sorry, Augenfarbe. Blau. Holzfällerbart, Geschäftsmann. Trucker. Sehr gut. Ich nehme den Trucker. Das sieht recht lustig aus. Das ist scheiße. Ja, sieht richtig aus wie ein... Weiß ich auch nicht. Alter Schwede. Ah, grau ist immer gut. Er hat Erfahrung. Sichtdetails. Rasier. Ja, das ist ja schön. Augenhabe. Augenhabe ist cool, oder? Ja, doch. Das sieht ja schon mal interessant aus. Aussehen. Kleidung. Ja, das ist erstmal, glaube ich, oder? Ist wichtig, ist nicht wichtig? Ich weiß es auch nicht. In Bolivien ist es recht warm. Deswegen
Doppel-T-Shirt läuft. Farbe läuft auch. Das sieht auch ganz nützlich aus hier. Wanderstiefel ist auch noch Kampfstiefel, das ist natürlich irgendwie logischer. Tarnanzüge kompakt. Tarnnetz. Nee. Das lassen wir so, wie es ist. Besondere Outfits. Was haben wir denn hier? Achso, okay. Was haben wir denn? Satz 1, Satz 2, 3, 4. Das sieht auch ganz cool aus. Boah, naja, lass mal hin, so wie ich gerade gemacht habe. Speichern Sie Ihren Charakter, natürlich. So, Schwierigkeitsgrad, Rekrut, Veteran. Ja, Veteran mache ich mal Standardding, ne? Und mal gucken. So, Laden dauert alles ein bisschen länger. Ich habe keine SSD drin, leider. Ärgert mich immer noch. Aber wenn ich jetzt meinen ganzen Rechner neu machen würde mit SSDs, würde Jahre dauern, wieder alles zu installieren. Aber vielleicht muss ich es irgendwann nochmal in Angriff nehmen. Also ist ja mega abnervend. Obwohl, ich könnte vielleicht auch ein Backup machen. Mal gucken, ich weiß noch nicht. Hoffen wir, das Spiel stürzt nicht ab oder so, oder ruckelt die Blöde. Ubisoft präsentiert. Eine Ubisoft Paris Produktion, okay. Der tote Agent. Kannten Sie ihn? Er war ein Freund von mir. Es tut mir sehr leid. So ist der Job eben, aber das macht es auch nicht leichter. Nein, stimmt. Sieht ja schon mal ganz okay aus, sag ich mal. Ich bin schon länger hier. Ich lebe als Karen Bowman, die Entwicklungshelferin, mittlerweile seit etwa 5 Jahren hier. Ist ein hartes Leben, aber undercover. Komme ich ganz gut klar. Wenigstens haben Sie einen Heli. Wie bist du ins Land gekommen? In der Business Class von Manaus. Bin erholt und einsatzbereit. Ich kam per Anhalter von Barranco in Peru her. Was ist mit dir? Ich komme mit dem Bus aus Jujuy in Argentinien. Hab extra bis Villazón durchgesoffen, damit man mich in Ruhe lässt auf der Fahrt. Das erklärt, warum du so stinkst. Hey, der hat auch Narbe im Gesicht. Ja gut, eigentlich kann man es auch im Koop spielen, ne? Es gibt einige Gerüchte über euch. Alleine. Ich war noch als Frischling in Moskau stationiert, als der Coup abging. Es hieß, ihr werdet beteiligt gewesen. Da stimmt jemand anders. Wir waren nie da. Naja, man trifft nicht jeden Tag eine lebende Legende. Sagen Sie das mal meinem Kind. Vielleicht bringt es ja dann mal den Müll raus. Ist das nicht hart, offiziell gar nicht zu existieren? Sagen Sie es mir, Karen Bowman, die Entwicklungshelferin. Und Sie haben sicher den ganzen furchtbaren Scheiß gesehen, zu dem Menschen fähig sind, wenn sie nichts zu befürchten haben. Aber eins sage ich Ihnen. Egal wie sehr Sie sich abschotten, sich abhärten, auf El Sueño sind Sie nicht vorbereitet. Aha. Ja, bin mal gespannt, was ich machen muss. Beziehungsweise, ich habe meinen Untertitel. Seine Religiosität ist geradezu wahnhaft. Er hat mehrere Gelübde abgelegt. Und wenn er nicht wegen Geld oder Muschis im Geschäft ist, dann wegen Macht. Wir sind eine Taskforce aus CIA, DEA und JSOC. Und ich bin Ihr Agent vor Ort. Willkommen bei Operation Kingslayer. Laut Briefing ist auch ein Haufen Einheimischer dabei. Die Qataris 26. Das ist eine Gruppe Rebellen, die sich gegen Unidad und Santa Blanca zur Wehr setzt. Gleich nach der Landung treffen wir den Anführer Pakatari. Bolivien hat schon lange einen Hasser von Yankees, aber diesmal könnte der Feind des Feindes ein Freund sein. Seid vorsichtig, ich werde es auch sein. Okay.
Warte. Ist das etwa die Hilfe, die Sandoval versprochen hat? Ein toter Yankee? Und ihr schickt eine Handvoll Soldaten? Hunderte Bolivianer sterben durch Santa Blancas Kugeln. Wo soll ich hunderte Kämpfer hernehmen? Die Amerikaner sind gar nicht hier, klar? Diese Soldaten sind die beste Einheit, die unserem Land zur Verfügung steht. Diese vier werden unsere Armee sein. Kennen Sie das Wort Hybris, Senora Bowman? Pak Katari, Anführer der Widerstandsgruppe Kataris 26. Wir arbeiten jetzt gemeinsam an der Zerstörung von Santa Blanca. Die Gruppe kämpft bereits seit 6 Jahren gegen Santa Blanca und Korruption. Wir werden uns absprechen. Dafür bleibt keine Zeit, denn wir wissen, wo Amaru ist. Amaru, Sie haben ihn. Amaru ist einer der Gründer von Kataris 26. Mehr als das, die Gruppe stützt sich auf seine Ideen. Und ohne seine Theorien über das Landproletariat gäbe es keinen Widerstand gegen Santa Blanca und die Korruption unserer Regierung. Er muss gerettet werden. Wenn Sie uns jetzt beistehen, werde ich Ihnen mein Vertrauen schenken. Wo ist er? Das wissen wir nicht sicher. Nur, dass er in dieser Provinz ist und dass es einen Santa Blanca-Leutnant gibt, der es genau weiß. Ich werde die ISA anfragen. Vielleicht können Sie Informationen aus dem Funk abfangen. Suchen Sie diesen Leutnant und halten Sie mich über Satellit auf dem Laufenden. Gute Jagd. Die Rettung Amarus ist wichtig für unsere Sache. Bitte töten Sie den Santa Blanca-Leutnant nicht, bevor Sie ihn verhören können. Tja, gut. Also, ich habe schon ein paar Pixelfehler gesehen und auch, wie sich das Tuch von dem einen da eben bewegt hat, sieht wie dämlich aus. So, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Ja, nochmal. Finden Sie Santa Blanca Leutnant. Fahrzeug benutzen, okay. Jetzt geht's rund, Leute. Setzt euer Pokerface auf. Einsatz hier, Einsatz angucken. Amakaras. Das Kartell hat einen Rebellenführer namens Amaru geschnappt. Verhören Sie einen Santa Blanca Leutnant nach Amarus Standort und dann befreien Nein. Sie ihn. Nein, ah. So, jetzt. Das ist ein falscher Dings. Ach, hier, da muss ich ganz hinfahren. Ach so, da bin ich. Okay, das ist ja schon mal. Ich kann nicht sagen, dass ich gerne anstrengend. Pokatari und so weiter. Irgendwas mitnehmen schon, oder was? Diese Ideologie führt doch nur zu noch mehr Toten. Was hältst du von der Operation, Nomad? Unterm Strich ist das ein Vergeltungseinsatz. Aufrüsten. Ausgerüstet. Also, das Menü ist ja gerade so ein bisschen durcheinander, um ehrlich zu sein. Da komme ich hier gerade gar nicht drauf klar. Also, diese Waffen sind alle gesperrt. Achso, okay, die sind noch nicht freigeschaltet. Ich habe nur die eine. Alles klar, also kann ich nichts Neues auswählen. Da wahrscheinlich als Sekundärwaffe auch nicht. Handfeuerwaffe auch nichts. Drohnen ist auch nichts freigeschaltet. Granaten. Nö, nichts weiter freigeschaltet. Fähigkeiten. Alter, was kann ich hier alles machen? Das ist ja ganz schön anstrengend. Das ist ja richtig was zu machen hier. Okay, ja gut, kann ich mich einladen. Beeilen wir uns damit, bevor wir zwischen die lokale Politik und den Kugelhagel des Kartells geraten. Erstes Ziel, den Santa Blanca-Leutnant schnappen, damit wir Amaru finden können. Okay, ich will noch mal kurz in den Untertitel gucken hier. Wo haben wir das denn hier? Audio? Nee, Musikstärke? Nein, nein, nein. Das ist alles falsch. Hier wahrscheinlich, ne? Kann man Tipps, Benachrichtigungen, nein. Ja, finde ich gerade nicht. Naja, muss ja nochmal in Ruhe mal gucken. Ich fahre jetzt erstmal Auto. So, das Ding hier. Ja, Pickup ist mal gut. Anschnallen, Leute. So, komm mit hier. Beschleunigen, W. War das schon. Oh. Genau, schießen. F-Angriff befehlen, okay. Hey, hier läuft ein bisschen schwammig hier. Uiuiui, der meint unförmlich tot. Guck mal, die erste Straßensperre kommt. Okay. Feuer! Alles klar. Yeah, Leute. Einfach mal F gedrückt.
So, Pedicure, Automensch. Schon aus dem Fenster gelehnt, los geht's. Schuss bereit, wie immer. So, guck mal wieder rein. Wow. Okay, sorry. Ein Fehler. Okay. Ja, ist Open World halt, ne? Also da können wir schon ein bisschen fahren. Yeah. Überschrecken wir das Ziel nicht. Schalldämpfer drauf. Ausschau halten nach dem Kartellleutnant. Erkennt Amarus Aufenthaltsort. Bereit? Feuer frei. Klar. Ziele angreifen. Oh, hab ihn, er ist tot. Okay, alles ist gut. So, schon mal erstmal aufgelöscht direkt aus dem Auto. Bestimmt erstmal ein Special hier. Einführung, Aufklärung. Okay, Aufklärung. Nehmen Sie sich Zeit, Feinde und ihre Verteidigung zu markieren. Drücken Sie Y, um die Drohne zu benutzen. Drücken Sie B, um das Ferngleich zu benutzen. Okay, nehme ich natürlich die Drohne. Drohne fliegt. Aha. Ist ja natürlich auch noch angeschrieben hier. Das ist einer mit Maschinenpistolen. Oh oh. Hab ein drittes Ziel. Jetzt muss es erstmal reichen. Direkt rein. Mal was gucken kurz. So, jetzt gehen wir da mal. So, da habe ich schon ein paar markiert, aber es ist eigentlich zu wenig, ne? Tango ist tot. Geht natürlich sehr ungestüm vor, ne? Einfach rein da und kaputt machen. Jetzt erst eh nur mal kurz kennenlernen hier. Und dann ist er da auch hier. Ich hoffe, schon mal zum Explosion bringen können, das Fass. Und Schweinchen. Schauen wir noch mal kurz die Drohne. Die hat auch einen geringen. Ja, also hat keine Reichweite, der Sensor anscheinend. So, jetzt setzt sie wieder aus. Das ist mein Ziel. Okay. Wie sieht ein Nahkampf aus? Lass mal probieren. Hey, wir haben einen Narko. Vor dem Wachturm. Okay, geht auch nicht. Das ist ein Treffer. Das war knapp. Du fliegst auf, bleib zurück. Ups. Die sind alarmiert. Mein Team hilft auch irgendwie nicht. Keine Ahnung warum. Da ich bin ein kompletter Noob hier in dem Spiel, ne? Also, ja. Weiß man gar nichts hier. Coopere y todo saldrá bien. So, ab zum Auto wieder. Glaube ich zumindest. Oh oh. Die kommen auf uns zu. Und zu? Wo? Wo, verdammt? Verhören, A, B. Hör zu, Arschloch. Du beantwortest meine Fragen. Hör zu, Arschloch. Du beantwortest meine Fragen oder ich schieß dir die verdammte Scheiße aus dem Bauch. Lo entiendes? Jetzt beruhig dich, Cabron. Was willst du? Amaru, wo finde ich ihn? Im Ernst? Darum geht's also? Na klar. Er ist auf der Adolio-Farm. Nur zu. Dann seht ihr, was mit Leuten geschieht, die sich mit uns anlegen. Leute wie euch. Ah, gut, okay. Das war schon mal. Wir sind überall Gegner. Beeilen wir uns, Leute. Amaru ist ein alter Mann. Oh, ist meiner. Sorry. Shit, wenn die ihn schon länger in der Mangel haben, ist er wahrscheinlich tot. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Amaru ist eine große Nummer in der Rebellenbewegung. Das Kartell hält ihn am Leben, solange es nicht weiß, was er weiß. Wir können kein Risiko eingehen. Es steht zu viel auf dem Spiel. Los geht's. Haben sie erstmal die Dorfbewohner hier hingerichtet, die Schweine? Freien Sie Amaru, okay? Wir haben sie aufgescheucht. Los. Das Kartell wartet nicht, bis wir Amaru aufgespürt und gerettet haben.
So, Team, meine Teamkameraden könnten auch mal schießen und mal ein bisschen unterstützen, machen sie aber irgendwie nicht. Entdeckung, Idiot! Ist getroffen. Verfickte Scheiße! Ah, liegen kann man auch, okay. Eröffne Feuer! Schon mal nicht schlecht, liegen ist mal gut. Da ist noch irgendwo einer. Da. Jetzt mal nochmal Waffen nehmen. Tango ist tot. Okay. Dann alles kopiert. Erstmal. Wie gesagt, ich blicke noch überhaupt nicht durch. Also, ist nicht gerade wenig, was man hier machen kann. Ist auch gut. Finde ich gut. Finde ich auch gut, dass das Spiel noch nicht abgestürzt ist. Ein bisschen verbeult der Wagen, aber fahrt noch fahrtüchtig? Ich hoffe schon. So, Leute, einsteigen. Wo geht's hin? Okay, die Fahrt ist noch ein bisschen weiter. Das ist die Map. Oh, da geht's noch überall. Oh, das ist ja wie ein bisschen wie bei Far Cry Primal mit den ganzen Dingern hier. Das ist sozusagen der erste Map-Bereich. Geht's immer so weiter. Okay. Good to know. Warte mal. Bereit? Feuer, Feuer, oh, Feuer. Oh, oh. Ich greife an. Da kommen noch mehr von denen. Gegner tot. Ja. Nehmen die auseinander. Ja, geil. Sowas liebe ich ja, ne? Ja, Mann. Sowas finde ich immer richtig geil. Auto fahren und dann werden die alle auseinandergenommen. Ja, super. Oh, unsere Karre knallt auseinander. Ja, muss ich noch einen anderen nehmen. So, Leute, raus. Wir nehmen den hier. Oh, komm schon wieder welche. Feuer frei, Feuer frei. Komm, 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 Leute. Einsteigen. Oh nein. Fuck you. Nein! Außer Gefecht. Holt mich auch. Alter! Verdammt, danke. Das war knapp. Das ist ja gar nicht so einfach hier. Kann ich Granate werfen? Granate fliegt. Alles klar. So. So, jetzt will ich aber langsam mal losfahren hier. Sauber. Ich hab zumindest EP-Points, ey. Schnell, 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 Leute, macht's schnell. Wir treffen uns da. Wollen nicht mitfahren? Wir fahren nicht mit? Verstehe jetzt nicht. Bleiben wir einfach hier, oder was? Okay, dann bleiben sie einfach hier, auch egal. Deine richtige Botschaft für Bolivien. Hütet euch vor den Lügen, die Pakatari und seine Rebellen verbreiten. Wieso kommen die denn? Jetzt nur Buggy gerade? Ich fahre mal kurz zurück. Freier Wild und Gesundheit. Das sind leere Versprechungen, die nur durch Tyrannei erzielt werden können. Das Volk ist nur gleich. Leute, ihr müsst mitkommen hier. Brauche ich euch noch. Geh, ich komm nach. Ihr würdet nicht erden. Okay, jetzt checkt der andere ein. Gut, wollen sie nicht. Hab's jetzt verstanden. Der beste Weg, der einzige moralische und christliche Weg zu Erfolg und Wohlstand für jeden Bürger des Landes ist die freie Wirtschaft. Feuer! Verstand gegen so. Der Lüge, die Pankatari und sein Gefolge verbreiten. Viel zu schnell, ey. Bumm und wer war's? So wie er hier. Erstmal, ja. Wenn unsere Bedürfnisse erfüllt sind, ist es viel leichter, sich um unsere Mitmenschen zu gar nicht so einfach. Wir geben unseren Nachbarn in der Nord von unseren Tälern, wenn unsere Bäuche voll sind. Oh, es kutschen falsches Provisions. Explodieren wollte jetzt eigentlich nicht. Pankataris falsche Versprechen. Wenn er die Gelegenheit hat, wird euch das bisschen, das ihr habt, in der Gleichheit erleben. Möge Santa Muerte euch segnen. Ja, sie sehr. Also muss auf jeden Fall definitiv hier die einzelnen Regionen nochmal einzeln clearen. Dann geht's zum nächsten.
Das ist wie bei Far Cry Primal. Wie dann die Ausrüstungssachen sind und so, das muss man nochmal gucken. Und wenn man dann seinen Skill sozusagen einsetzt und seine Fähigkeiten ausbaut. Uiuiuiui. Was ist das? Oh, Schwamm. Schwammig. Fledermausland ein? Nee. Soll ich mal Wagen löschen nehmen? Zack. Santa Blanca. So, Musik will ich jetzt eigentlich gar nicht hören im Radio hier. Na gut. Ich will jetzt meine Straße sperren, aber gut. So, aua. Ich stehe noch davor, aber ich starte mal die Drohne. Okay, das war mega gut. Nein, das wollte ich auch nicht. Leute. Ziel angreifen. Suchte Deckung, los! Bin dabei. Jetzt sind auf einmal meine Leute auch wieder da, okay. Oh, Headshot oder was? Ja, ich spiele sehr gut gerade. Läuft. Los, wiederholen. Oh, mir direkt eine Spritze, aber Adrenalinspritze ins Herz gesetzt, ne, läuft. So, jetzt nochmal das Ganze. Er ist getroffen. Alter, was ist denn das für ein Scheiß? Also, hallo, ich stehe da hinter der Deckung. Warum erwischt er mich trotzdem? Also wirklich. Oh Mann, ey. Im Kampf getötet. Ja, toll. Na gut, das bin ich zumindest erstmal verreckt. Hier sieht man zumindest mal den Ladebildschirm von Verrecken. Gucken, wo ich starte. Hey, toll. Ja, ich keine Frühschicht gehabt, würde ich jetzt besser spielen. Aber ich habe keine Konzentration leider. Deswegen ist das leider gerade mal eben so. Erstmal was trinken hier. So. Wo bin ich jetzt? Okay, ich bin trotzdem da. Okay, alles klar. Dann bin ich ja noch beruhigt. Hier, Sperrbuch gesetzt. Wir haben Feindaktivität. Hier drüben ist der Narko. Setze, wo hast du sie? So, ist erstmal aufgeklärt hier. So ein Blödsinn, ey. Oder auch nicht. Ja, die Reichweite ist einfach zu kurz von der Drohne. Noch ein dritter. Noch einer. Jo, ne? Dann gehe ich da mal rein, würde ich sagen. Oh, Mofa. Hier ist ein Sicario. Ich sehe niemanden. In der Scheune. Nachschauen. Hey, ist eklig. Tote Schweine. Olla! Nein! Du sollst dich ducken, du Witzbold! Duck dich! Nicht mit der Drohne! Bist du doof? Was ist das für eine Steuerung? Das war ja richtig dämlich wieder. Oh Mann. Ja, hier irgendwie verklickt. Keine Ahnung, hat immer dauernd die Drohne reingenommen, ey. Ich lach mich tot. So, ich höre dann auch gleich, wenn ich Ambu rettet, aber erstmal auf. Weil ich reg mich sonst nicht zu doll auf. Ich muss jetzt richtig wach sein, sonst kann ich das Spiel nicht spielen. Und das macht drei. Yo, hier ist eine Waffenkiste. Ja, egal, ob es eine Waffenkiste ist, Mann. Oh, doch nicht. Ist nicht egal. Ausrüsten? Nehmen. Ja, kann ich gebrauchen. Das ist ein Treffer. Okay, also auf jeden Fall mitnehmen. Ich irgendwie rein?
Glaube ich nicht. Jetzt vielleicht? Das Santa Blanca Kartell macht große Fortschritte. Moin. Entschuldigt gleich. Er rennt nicht nach oben und Feind rum, sich gerade. Das war's mit ihm. Hab ich gesehen? Wo? Wo? Naja. Alles klar? Für einen Moment hast du mich aus. Sind Sie Amaru? Das, was von ihm übrig ist. Kommen Sie, wir bringen Sie hier raus. Okay. Rausbringen. Der Helikopter lässt sich da, glaube ich, bestimmt für nutzen. Waffenkiste lasse ich erstmal auf, wie sie ist. Da muss ich jetzt erstmal nichts, glaube ich. Kann ich was nehmen? Ne. Munition, voilà, Munition. Hier, hallo. Stoppen. Hallo. Ja, kommt nicht mehr. Gut, kommt nicht mehr, ich weiß nicht wieso. Toll. Fliegen wir Hubschrauber. Los, rein hier. Ich mach das, ich fliege. Einführung. Gut, wollen wir die Einführung mal gucken. Drücken Sie Shift für mehr Schub. Nutzen Sie bla bla bla, um den Schub zurückzunehmen. Oh oh. Steuerung, okay. Drücken Sie W und lassen Sie Shift. Ja, werde ich gleich merken, ob ich es kann oder nicht. Ich gehe auch links nochmal, wie gesagt. Oh ja. Wo bringt ihr mich hin? Zu ihren Freunden. Entonces Bacardari hat also einen Handel mit den malditos extranjeros geschlossen, dieser Narr. Klären Sie das unter sich. Erstmal höher steigen hier. Jetzt kommt hier am Berg nicht rüber. Steuerung ist ein bisschen komisch. Da kriegst du noch irgendwie hin. Vielleicht. Ja, weiß ich auch nicht. Jetzt sieht es natürlich nicht so schön aus die Landschaft. Natürlich liegt es auch in der Sichtweiteneinstellung. Keine Ahnung. Licht. Oh Mann, ey. Fliege ich den Scheiß zusammen wieder. Umsehen, alt, nicken, das ist nicken. Mehr, wenig Schub, okay. Naja, ist nicht so einfach. Hauptsache, ich komme an. Das hier. Boah, ist ein bisschen komisch mit der Steuerung und nach unten und nach oben ziehen. Das ist ein bisschen, ne? Was denn jetzt? Ja, die Steuerung ist noch nicht so wirklich, ich bin noch nicht so richtig raus gerade. Von da sind wir gestartet, ne? Ja. Oh oh, ist gewittert. Das ist nichts Gutes. Das war's. Das war's. Wartet, Waffenkiste entdeckt. Boing. Gut, wir landen ohne zu explodieren, das ist schon mal gut. Waffenkiste. Nett. Hab hier ein Scharfschützengewehr erhalten. Super, eine Sniper. Waffe checken M. Neu Ausrüstung, Fähigkeiten. Was? Was ist denn da noch? Neu. Eine Sniper. Nehme ich mal rein. Dann nehme ich aber die hier rein. Okay. Gut, so machen wir das. Alles okay? Santa Blanca ist nicht gerade gastfreundlich. Die Aukas, diese Teufel haben mich verhört. Sagen wir mal, ihr Rumgeflirte war ekelerregend.
Aber ihre Methoden waren nicht... waren nicht... Heißen die beiden Juri und Polito? Sie... Juri, Polito... Die Schweine haben Ricky Sandoval gefoltert, als Wenyu ihn verhört hat. Ich will sie, klar? Da waren nur Sicarios, als wir ihn befreit haben. Ich habe Juri und Polito schon 3 Tage nicht gesehen, vielleicht auch 4. Ich weiß nicht, wo sie stecken. Wir brauchen mehr Infos. Wir durchsuchen alle Dörfer in Kampa, bis wir was finden. Irgendwer wird schon was wissen. Sucht Dokumente, hackt Computer, verhört feindliche Leutnants, sprecht mit Zivilisten. Also los jetzt. Wir drehen jeden Stein um. Ab zur nächsten Mission. So, benutzen Sie den Sammelpunkt. Aufgepasst. Bowmans Datei zu Judy und Polito kommt rein. Das ist die Info zu La Judy und El Polito. Sie spielen eine Schlüsselrolle im Sicherheitsbereich Santa Blancas. Seht euch Bowmans Briefing zu ihrer Befehlskette an. Um die Sicherheit kümmert sich El Muro, die Mauer. Persönlicher Leibwächter und Jugendfreund von El Sueño. El Muros kleiner Bruder ist La Plaga. Fieses Stück Scheiße. Aktiv in den sozialen Medien. Top Sicario für das Kartell. Die Jagd beginnt. Wenn wir Sueño wollen, müssen wir uns hocharbeiten. Die ersten Ziele sind Juri und Polito. Erst die Info, dann aufspüren, dann ausschalten. Okay, wir gucken uns jetzt nochmal schnell das Menü an, mal eben. Weil die Fähigkeiten sind aufgeblubbt. So, hier habe ich Waffenfähigkeiten, stabiles Zielen. Das ist schon mal, glaube ich, ganz gut. 2 Sachen kann ich auswählen. Erscheinung ändern, Statistik, was? So, jetzt ist die Frage, wie kann ich das denn jetzt anklicken hier? Steuerung beim freien Schießen. Ich habe da 2 Stück, die ich einsetzen kann, oder? Die Frage ist so gerade, warum kann ich das nicht einsetzen? Hä? Achso, mir fehlt noch... Ah, okay, hier sieht man ja oben, ich habe 2 Aufwertungen, kann ich machen, aber mir fehlt halt hier Feuer oder Health oder irgendwas anderes. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Hier oben noch oben bei den grünen Dingen habe ich überall 0,0. Man sieht halt hier unten, ich brauche 550 irgendwas, um das freizuschalten. Okay, da fehlt mir also noch alles. Das ist natürlich scheiße. Aber so ist es halt. Ja, nächste Mission sehen wir im nächsten Vid. Und ich bedanke mich erstmal bis hierhin fürs Zuschauen. Leider ein bisschen Noobplay, aber ich muss jetzt mal reinkommen. Und wie gesagt, ich hatte Frühschicht dementsprechend. Sorry dafür, aber trotzdem danke fürs Zusehen. Bis dann, tschüss. Tell me pretty lies.